Was ist hier los? Bevins Mann ist tot. Julian wird beschuldigt, ihn durch vergiftetes Wasser ermordet zu haben. Elton, bitte, sag ihnen, dass ich das nicht war. Was habe ich davon? Naja, wenn, ja. Vielleicht. Verseucht halt, oder? Ja, eigentlich schon, weil ich schätze mal, bei den. Und was habe ich davon? Vielleicht können wir da noch ein bisschen was rausquetschen aus dem. Aber, Oder wenn du den B ist, ich nehme rechts, du nimmst links. Okay. Dann nehme ich ja mal. Julian ist unschuldig. Ein Befallener ist in das Wasserbecken seines Lieferanten gefallen. Der hat dann Julian in betrunkenem Zustand das Wasser verkauft. Es war kein Mord. Würdest du das vor dem Rat des Bazars beschwören? Ja. Wo ist der Lieferant? Er wird vor Gericht gestellt. Marco ist tot. Ich hab ihn getötet. Dann hab ich hier nichts mehr zu tun. Schon gut. Ich vergebe dir. Marco ist abschaum und hat bekommen, was er verdient. Danke, Aiden. Die Hälfte von meinem Mehl gehört dir. Das mit dem Gips kannst du behalten. Ja. Nein. Hast du denn das gehört? Oh, ja, also einmal, aber... Behalt deinen Gips. Bezahl mich einfach und wir sind quitt. Also gut. Ich sag Bevin, was passiert ist. Mhm. So. Ich hätte nie geglaubt, dass die Night Runner echt sind. Bloß mehr. Abgeschlossen. Verkaufpunkte. Jawohl. Ey, was gab's gerade? Ein Müffelrohr? Was? Ich dachte, ein Mittelrohr, Müffelrohr? Das klang gerade wie Müffelrohr. Vielleicht hätten sie einen Vorsprung, selbst wenn sie keine Ausdauer mehr haben. Aber das hast du ja schon genommen, genau. Ja. Das Ding heißt echt Müffelrohr. Das schaut aber aus. Das schaut aber im Prinzip aus wie so ein Klempnerhammer. Machen auch fast derselben Schaden. Wundbrand, Nadelstab. Ja, doch, Müffelrohr. Schön. Mhm. Gut. Warte mal, Fertigkeiten waren da noch. Hatten wir Sammlerstücke? So, was ist Medikit. Das? Brauchst du überhaupt nicht das Medikit her? Dieses Militär-Medikit, das haben wir, glaube ich, zwischendrin mal irgendwo gelootet. Ah, das war in der einen Kiste drin, in dieser speziellen Kiste, da wo auch immer dieses eine Zeug da, wie heißt das hier, dieses... Meine Schwester. Genau, da wo immer dieser eine Hemmstoff drin war, da war auch dieses Militär-Medikit drin, ja. Ich habe da gerade noch eine Quest gesehen, hier beim wer bist denn du? Vermisste Person, vermisste Person sehe ich gerade, gibt ganz schön eine Belohnung, gell? Hey, guck mal. Vermisste EP? Person. EP? Oh. 1500. 1500. Oh, die Waffe, die es dort gibt. Achso, gut, die macht. 22. Die macht bei mir 21 Schaden, komischerweise. Okay. Teile. 350 Geld und noch nicht, was? Eine noch nicht entdeckte Belohnung, okay. Okay, gut. Also zwangsläufig müssen wir jetzt hier von dem hier, guck mal, hier von dem müssen wir noch die Quest annehmen. Du bist da hinten irgendwo? Hast du einen Rotschopf? Ja, die Ecke, ja. Hier dem hier. Der Bastard hat meine letzte Wasserflasche. Du wirkst nervös. Schau, Urban, dein neugieriger Freund ist wieder da. Arbeit gefunden. Oh, es ist dunkel hier. Das hat nichts mit Glück zu tun, Junge, sondern mit Charakter. Wie bei dir? Da hat einer Eier. Na gut. Wonach verlangt deine hungrige Seele? Geld. Arbeit oder Information? Keine Ahnung. Arbeit, sagen wir ja erstmal wegen Sophie. Stimmt. Wir müssen die erstmal beeindrucken. Stimmt, wir machen Arbeit, oder? Hast du Arbeit für mich? Hinterlassen Sie Ihre Vita im Sekretariat. Wir melden uns dann. Komm schon, verarsch mich nicht. Ich mein's ernst. Du platzt hier rein, als ob das dein Laden wäre. Du hast echt Mumm für drei. Das ist mein Mann. Oder sollte ich sagen Pilger? Na gut. Ich habe vielleicht einen kleinen Auftrag für einen harten Kerl wie dich. Erledige ihn gut. Dann sehen wir weiter. Um was geht's?
Nur was Kleines. Ein Typ schuldet mir noch eine Lieferung. Schau, wo er steckt. Hat seit Tagen kein Wort von sich hören lassen. Könnte sein, dass er mir aus dem Weg geht. Normalerweise lässt er mich nicht warten. Was tut den leidenschaftlichen Gesichtsausdruck? Wer ist der Typ? Hubert. Nein, nicht. Halbappe, wie wir. Schon Hubi. Schon wieder Hubi. Der Name passt. Finde raus, was dieses Mal mit ihm los ist. Gut, ich komme wieder, wenn ich mit ihm geredet habe. Ach Gott, lass deinen Arm Hubi in Ruhe. Von Trinity Court. Hubi ist echt ein Problemkind, oder? Du kannst es nicht verfehlen. Ihn zu finden ist eine andere Geschichte. Werde es schnell. Schau mal. Guck mal, ich nehme mal, was meinst du damit? Warte mal. Wieso? Ja. Hubert ist nicht nur ein Hehler. Für Geld macht er alles. Und jetzt versteckt er sich vor der halben Stadt. Er ist total paranoid, lebt wie eine Ratte im Labyrinth, will sich sicher fühlen. Du musst da raufklettern und einen seiner Geheimgänge finden, damit du reinkommst. Oh Gott. Warte, ich bin da oben. Ja. Schaff ich schon. Wenn du da bist, sag ihm das Kennwort Sayonara, damit er weiß, dass ich dich schicke. Kapiert. Okay. Alles klar. In Geheimgängen finden sind wir super, wie wir gerade gesehen haben. Das klappt total gut bei uns. Warte mal, schneller mal was gucken. Ja, alles gut. Okay, ja, da haben wir ja ein ganz paar Quests. Ich will aber mal gucken, ob man dem hier ein bisschen Schrott verkaufen kann. Vielleicht mal ein bisschen Umsatz machen. Ja. Die Quest, die wir gerade angenommen haben, die wäre sowieso schon wieder Stufe 2, wie ich gerade sehe. Das mit dem Hubi. Ah, oh, das ist gut, ja. Welches Level sind wir denn eigentlich? Das möchte ich auch gerne wissen. Ist das bei den Fertigkeiten oder? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Was haben wir hier? Reis. Hier kriegst du das mal Reis. Alles. Weißt du noch, wo der eine Typ war, dem man hier dieses Weihnachtszeug geben konnte? Der war draußen vor der Tür, ne? Da hatte der Grinchstein stand. Weil da habe ich ja eine Million inzwischen oder so. So, jetzt haben wir den jetzt erstmal verschärft. Der ist irgendwo draußen, aber hinten raus. 752? Ich dachte, da hatte ich schon mehr. Keine Ahnung. Der war irgendwo hier draußen. Bei dem blauen Zeichen ist der. Hallo? Gibt's irgendwas Besonderes oder so? Reden Sie mit Bagger. Ich rede. Bagger. Wo sehe ich denn, wie viel ich habe? 579, oder? Ja, oder? Ganz links oben steht's. Es, auch kleine Geschenke, vorausgehend Outfit. Oh, für die Maske, das spare ich aber noch. Warum kann ich denn das nicht? Agentenrang 4 benötigt. Achso, wir müssten erstmal ein paar Dinger machen, ein paar Quests machen bei dem, oder wie? Dass man hier Nussknacker. Also im Prinzip gibt es da eigentlich nur kosmetische Sachen, oder? Ja, das ist nur Spielerei hier. Man kann das aktivieren, aber ich glaube, das quillt. Ach, nee, hab ich keinen Bock. Das quillt dann hier meinen Questblock zu. Säbel des Nussknackers. 64 Schaden. Aber da müsste man hier ja spielen wie bescheuert, gell? Ich muss ja Dailies machen und sowas. Na, ich will ja bloß das Spiel spielen. Nee. Okay, jetzt ist gerade Nacht. Können wir denn hier irgendwo schlafen? Aber man könnte hier diese kleinen Geschenke kaufen, ne? Kleines Geschenk? Ja, vielleicht ein bisschen was drin. Guck mal. Das kann sein. Ich kauf mal. Großes Geschenk? Ja. Ich kaufe mal ein paar so große Geschenke hier. Was soll's? Ja. 3, 4, 5. Guck mal, es gibt. Ich kann es öffnen. Wo haben wir die denn? Rucksack. Ah, hier. 7 große Geschenke. Öffnen. Ich öffne? Ich öffne gleich alle Pakete. Da. Alle 7. Da. Also hier. Oh. Antibiotika, feste Schuhe. Werkzeuge. Was? Wodka. Eine Armbanduhr. Artefakten. Was? Eine schmerzhafte Axt. Die Mühle. Einzigartiger, einhändiger Streitkolben. Okay. Da waren tatsächlich ein paar gute Sachen dabei. Also. Mhm. Nochmal Klamotten. Direkt mal schauen hier. Schade, was ist hier? Widerstand. Inventar, Rucks. Die sind schlechter. Okay.
Kann man da alte Klamotten eigentlich verkaufen? Weiß nicht. Ich weiß gar nicht. Wenn ich ja dann irgendwann ein... Huch, jetzt hast du eine Mütze auf. Ich? Jo? Achso, es kann sein... Es kann sein, dass ich jetzt eine Mütze bekommen habe, ja? Dieses Gesichtstuch. Ja. Schaden. Zweihändige Waffen, Überlebensdauer, Erkennungszeit. Ungewöhnlich. Ausgeschwungen. Mal die ganzen Punkte hier wegmachen. So. Mal sehen, was neu ist. Eine Hose? Achso, genau, das war diese Sanitäterkappe, habe ich bekommen, genau. Warte, da war da noch irgendwas. Ziehen wir mal die Schuhe an, aber da war da noch irgendeine Waffe dabei, oder? Ach du Scheiße, hab ich einen Haufen Zeug hier. Ich müsste mal ein bisschen was verkaufen, glaube ich. Ja. 21 Schaden. So. 24 Schaden. Wow. Nebenquest. 145 wäre das nächste. Geld verdienen. Das war, ach so, das war das mit dem hier. Mal Fertigung. Hemmstoffpaket. Kein Honig mehr. Wo ist denn hier das Bett zum Schlafen? Schubs. So, 21 Meter über uns. Und hier kommen wir hoch, okay. Über uns, okay. Ja, hier drüben, glaube ich. Guck mal, das sieht ja gut aus. Hätte ich was abgelenkt mal? Nö. Also, pennen kann man hier drüben, okay. Gut, gute Nacht. Ab am Band. Zu spät, das konnte ich den Verband nicht mehr nehmen. Sehr schön. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach nee, ach, das ist ein Band, kein Verband. Ein Band war das. Nee, ein Band. Okay. Gut. Was wollen wir machen? Jetzt, das, was am nächsten ist, erstmal? Vermisste Person oder? Das, gibt's auch die nette Waffe? Das wäre auch am nächsten, oder? Dann tue ich das mal aktivieren, ja. Jawohl, 160 Meter in raus und links rum, okay. Guck mich nicht so an, ich geb dir bloß Info. Guck nicht. Und weißt du was? Du wirst es nicht bereuen. Ist eigentlich Harkon geblieben. Er sollte sich um irgendjemand anderen kümmern, ne? Ja, der hat sich, wir haben uns ja um die Sophie gekümmert und der wollte den anderen Namen, keine Ahnung, fällt mir der Name nicht mehr ein. Seid ihr nett? Ihr seid nett, ne? Okay. Ja. So. So, 90 Meter. Peter? Ich höre. Aiden hier. Mir wurde gerade ein extrem zwielichtiges Geschäft angeboten. Vielleicht kriegen wir dadurch einen Hinweis auf Lukas. Zwielichtiges Geschäft. Mehr als Hinweise, Aiden. Was auch immer es ist, kümmern Sie sich drum. Geht klar. Aiden Pizzeria! Ende. Ey, da müssen wir hin. Pizzeria? Oh ja. Wo geht man hoch? Ich sehe gerade nichts. Einfach hier. Ja, auf dem Wagen, oh Gott. Das würde auch gehen, ja. Kletter, Junge. So. Ist das Zeichen verschwunden ist? Ach, hier vorne. Okay. Ui. Aiden? Oh. Hier ist Sophie. Wir sollten reden. Jetzt schon? Wir sind gerade auf Mission. Ja, Kletterzeit. So wie da. Könntest du auf. Das ist ja voll Quatsch, wenn wir da sind. Genau. Wir müssen irgendwie runter, gell? Aber Weh, runter tut weh. Gibt's da irgendwie
einen Schacht oder so? Oder kann man da in irgendein Fenster rein, oder? Hier runter und dann über die Straße wetzen. Wenn hier das so gut ist. Müssen wir ganz unten rein? Oder? Wir müssen ja darüber bloß, oder? Nee, wir müssen ja hin. Nee, aber wir sind schon da. Wir sind eigentlich schon da, aber trotzdem, wir müssen irgendwie in irgendein Haus, was irgendwie so auf halber Höhe irgendwie so. Gucken wir nochmal von oben. Gucken wir mal. Dann müssen wir hier irgendwie drin. Ich hab kein. Wie sieht's gut aus? Ich hab kein. Hast du gefunden? Ja. Wo bist du jetzt eigentlich? Da drüben? Hier muss runter, ups. Also ich seh dich gar nicht. Ja, unter dir, genau unter dir, vor dir. Ach hier. Ja. Hallo. So. Oh, das war's. Nee, nicht. Aber. Draußen. Ziemlich sackgassig hier, oder? Hier klopfen. Ach so, habe ich gar nicht gesehen. Hallo? Ist da jemand? Damien schickt mich. Hallo? Was willst du? Damien schickt mich. Er meint, ihr habt einen Job für mich. Falsche Adresse, Kumpel. Ich habe eben mit ihm gesprochen. Damien, er schickt mich. Bist du allein? Mein Zwillingsbruder mit. ja, ich bin alleine. Ja, ich bin allein. Besser so. Jetzt komm rein und geh nach unten. Sie erklären dir alles. Klingt total gut. Fühlt man sich auf Anhieb wohl. Ja, allerdings. Hast du mich nicht gehört? Geh die Treppe runter. Jetzt ja. Gut. Erstmal hier umschauen. Hetz mich nicht. Fürchterlich. Hier soll man runtergehen. Aber hier rein, hier ist eine Kiste dahinter. Ja eben, aber da kommt man nirgends rein, ja? Hui! Spring doch einfach runter. Hier können wir, springt einfach nicht runter. Hier können wir Mülleimer durchsuchen. Honey? Oh, hier ist Honig! Alter, ich ist zu dumm, eine Treppe runterzulaufen oder Leiter runterzugehen. Hast du den Ding schon? Achso, du bist gerade da drüben. So, hier klatschen wir mal rein. Hier klatschen wir mal rein. So, und jetzt geht's hier weiter? Ja? Achso. Oh. Ich bin Aiden. Damien schickt mich. Irgendwas mit deinem Job. Ach ja. Die werden ja immer hübscher. Also, ich glaube auch. Du bist neu hier? Hat mich Damien auch gefragt. Was macht das für einen Unterschied? Der Boss hat dir eine Frage gestellt. Du hast einen braunen Hals oder einen braunen Ring am Hals. Was ist das für ein Job hier? Komm, Job los. Ja, genau. Ich versuche immer noch herauszufinden, warum ich hier bin. Du redest hier um den heißen Brei rum. Okay, dann lass uns über den Job reden. Dazu ist es am besten, wenn du im Bazar nicht allzu bekannt bist. Tja, ich würde nicht sagen, dass ich dort allzu bekannt bin. Das ist gut. Sehr gut. Scheint, wir haben unseren verlorenen Sohn gefunden. Was redest du da? Was willst du von mir? Kurz gesagt, unser Auftraggeber will dich ums Verrecken treffen. Bloß wird er wohl kaum der sein, der verreckt. Bin rein, Junge. Also, kriegen wir hier bei jedem zweiten aufs Maul, oder? Ne? Bist du mit der Ausdauer auf dem wie ging denn das eigentlich noch mit? Diesen Doppeljump, wie ging das eigentlich nochmal? Oh, keine Ahnung. Oh, ist das noch verteilt? Hinter dir ist noch einer, oder? Ja. Und noch einer. In die Ecke mit dir. Warum habe ich eigentlich die Waffe ausgewählt? Ich will doch meinen Säbel haben, verdammt. Vielleicht looten doch ihn hier.
Was liegt denn hier auf der... Ein Wurfmesser, okay. Achso, das sind wieder diese komischen Gelegenheitswaffen hier. Oh, ein Speer habe ich gerade gefunden. Nicht schlecht. Damit. Was kann man denn hier alles looten? Das ist die Flasche wieder, Speer. Also den Speer, den kann man aber nur gleich in der Hand behalten. Den kann man nicht. Ja, ich schmeiß den eh mal weg und dann ist gut. Hup. Oh, hier ist noch ein Speer. Okay, das hätten wir jetzt ja gerade alles nur verwenden können gegen die. Wahrscheinlich. Auch kein Mensch. Deswegen. Hier, guck mal noch. In die richtige Abteilung. Wow, eine Keule. Oh, hör mal, hier ist schon wieder hier Dietrich angesagt. Ja, oh, schön. Und offen. Oh, das ist also, den hier hat uns verarscht. Ja, irgendwie war das eine Falle, das Ganze, oder? Kann das sein? Ja, absolut. Asporfin? Quarterback-Trikot. Schon wieder ein Klempnerhammer. So, sind wir hier durch, wa? 10 Meter nach oben. Muss mal mit diesem Damien mal unterhalten hier. Ich würde sagen, das kann auch hier rein. Jawohl. Ach du Scheiße, was ist denn das hier für ein Ding? Primitive Keule, ach du Scheiße, was ist das für ein Riesending? Was ist das für ein Knüttel? Warte mal. Das ist ein Speer. Ja, werde ich das Schwestding hier aufkriegen. So, Kiste oben ist auch offen. Okay. Und noch eine Axt. Auch eine Schaufel oder so. Da komm ich hoch. Setzen. Kann die gleiche Wäsche von dem Jungen klauen hier. Ja. Fenster 4. Stofffetzen. Und ruhig zwei, ne? Ihr fläht ja in der Ecke, euch interessiert, das ist ein Scheißdreck. Den zugedröhnt, oder? Okay. Achso, müssen wir da zusammen sein, oder wie? Nee. Ja, wir müssen gleichzeitig die Klinke drücken, dann schaffe ich es nicht alleine. Achso. Du bist... Oh, Damien! Du am Leben? Du Arschloch! Du wolltest mich loswerden. Was? Nein, ich schwöre es. Ich würde niemals... Ich habe nur als Späher fungiert. Das ist mein Job. Mhm. Mich würde mal interessieren, wer hinter uns her ist. Ja, das fragen wir mal. Wer sind die Kerle? Wer sind diese Leute? Und warum suchen sie nach mir? Keine Ahnung, Aiden. Glaub mir. Bitte. Sie haben mir nur aufgetragen, ihnen jemand Neues zu schicken. Sie haben mir nicht gesagt, warum. Ich kann nicht anders. Ich muss tun, was sie sagen. Haben die irgendwas mit Lukas Tod zu tun? Was? Nein, ich meine... Oh Gott, ich hoffe nicht. Das wäre schrecklich. Ich weiß nichts, ich schwör's. Du hast also außer mir noch andere geschickt. Und sie wurden alle umgelegt. Was hast du getan, Damien? Ich hatte keine Ahnung. Zuerst... Und als ich es rausgefunden hatte, konnte ich nichts dagegen tun, ehrlich. Wie viele, Damien? Wie viele Leute hast du in den Tod geschickt? Hör auf, Aiden, hör auf. Es tut mir leid. Ich musste es tun. Ich bin hier gefangen. Glaub mir. Sie haben meinen Bruder. Okay. Was heißt das überhaupt, hier mit Damien zusammenarbeiten? Da habe ich mich schon mal ein bisschen spoilern lassen. Das habe ich schon mal gesehen. Wir müssen dem seinen Bruder retten. Der ist irgendwie, der hängt da irgendwo drin. Ach so, wenn wir den jetzt hier mit dem zusammenarbeiten, bekommen wir auf jeden Fall eine weitere Quest, oder wie? Naja, das wird den seinen Bruder dann irgendwie retten, ja. Mhm. Wollen wir das machen? Naja, ich habe keine schlechten Menschen. Ja. Dein Bruder, rede, schnell. Sie haben ihn mitgenommen und gedroht, ihn umzulegen, wenn ich nicht tue, was sie sagen. Ich dachte mir, wenn ich mitspiele, lassen sie ihn irgendwann laufen. Die benutzen mich und ich bin es leid. Ich will einfach nur meinen Bruder zurück. Hilfst du mir, ihn zu finden? Du hast mich zur Schlachtbank geschickt und jetzt soll ich das vergessen und dir helfen, deinen Bruder zu finden? Du bist sauer, schon klar. Aber sieh es mal so, er hat vielleicht erfahren, warum sie nach dir suchen. Wäre das nicht ein guter Grund, ihn zu finden? Eigentlich schon.
bin ich dafür. Wir helfen ihm mal, oder? Ja, na klar. Klar. Na gut, dann bete mal, dass er etwas weiß. Ich war schon dort und habe alles abgesucht. Keine Spur von Cliff. Echt jetzt? Was? Wie? Was? Ach, Scheiße. Aber überhaupt schon mal da. Ich glaub doch nicht, dass sie... Er ist doch nicht tot, oder? Nun zieh mal keine voreiligen Schlüsse. Aber wo halten sie ihn wohl gefangen? Verdammt, das ist alles meine Schuld. Ich bin so ein Idiot. Die Leute, die du hergeschickt hast, die gehen auf deine Kappe. Bei deinem Bruder bin ich mir nicht so sicher. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Wir waren im östlichen Quarry End bei der Teufelsbrücke, als sie uns angriffen. Sie haben ihn als Geisel genommen und mich seitdem benutzt, um ihre Befehle auszuführen. Ich habe das nur getan, damit mein Bruder weiterlebt, Aiden. Ich wusste nicht, dass Leute sterben würden, als das hier losging. Teufelsbrücke. Ja, genau. Was ist die Teufelsbrücke? So heißt das Gebäude. Im Mittelalter haben sie gedacht, da spukt es. Aber dann haben sich die Zeiten geändert und niemand glaubt das mehr. Vor dem Virus war das eine Autowerkstatt. Jetzt ist es voller Banditen. Dann werde ich wohl die Gegend rund um die Teufelsbrücke nach Hinweisen absuchen. Aiden, im Ernst? Das würdest du für mich tun? Ganz sicher nicht. Ich mache das nur, damit niemand mehr wegen dir stirbt. Das war mein Satz. So. Okay. Gut. Einen guten Eindruck wirst du nicht von mir haben, aber bitte rette ihn. Mach Kopf zu. So. Geh wieder aus. Oh, Licht. Was ist jetzt los? Was ist denn jetzt los? Warum? Was ist denn jetzt los? Übelste Geräusche. Nee, bei mir nicht. Okay. Das war jetzt plötzlich einer richtig heftig geschrien. Okay, nee, habe ich nicht gehört. Warte mal, ich sehe ein Fragezeichen. Das ist die Lärche. Lärche? Ach ja, THV-Genozentrum. Da hinten links. Also, das ist Peacekeeper hier. Gut. Oh, Scheiße, wir kriegen Besuch. Oh, Wäsch. Oh. Was? Ach ja. Komm on. Oh, der ist schon mal vom Dach geflogen. Oh. Gleich wiederkommen, schätze ich. Boah, diese Verbände könnten auch mal mehr heilen. Na ja. Gut, dann ist die Quest jetzt schon aktualisiert. Ist das dann schon die? Dann ist super so. Ja, das ist dann schon die, okay. Achso, das ist jetzt welche Quest? Das ist die vermisste Person nach wie vor, oder? Ja. Teufelsbrücke, 200, knapp 300 Meter, okay. Das ist jetzt wieder ein Stückchen weg. Ich sag mal, ist ja gerade noch Vormittag, oder? Ja. Ja, eigentlich schon, ja. Was sieht denn hier so schön?